Hallo liebe Freunde von SIP, ich bin der Jan und befinde mich im sonnigen Italien. Na gut, die Sonne ist im Urlaub, aber heute sind die Malossi Days. Hier wird der Malossi Cup ausgefahren. Wir freuen uns, dass Malossi uns eingeladen hat und werden sehen, wie die Jungs hier um die Wette fahren im Dragster-Bereich, der T-Max Cup, die ZIPs, alle Mann, wir sind gespannt. Folgt mir. Wir sind jetzt hier am Malossi-Stand und sehen die ganzen Rennfahrzeuge von den Malossi-Teams hinter der Boxengasse. Und wie auch zu sehen ist, sind sie markenübergreifend mit ihren Produkten am Start, bringen zum Beispiel hier für die neuen BMW-Roller die Auspuffanlagen, die Variomatic-Tuning und sind da einfach viel vielseitiger geworden und versuchen immer weiter die Märkte auszubauen. Wir sind mega gespannt, was im Maxi-Scooter-Bereich in den nächsten Jahren kommt. Gerade ab 500 Kubik aufwärts kommt einiges an neuen Modellen in den nächsten Jahren und Malossi ist stets dabei, neue Produkte fertig zu machen und wir freuen uns und sind gespannt. Ciao. Ciao. Can you say more about this area here? E qui vediamo le parti di ricambio per gli scooter, sia per quelli che corrono, poi abbiamo anche qualcosa per chi non corre. E poi abbiamo l'abbigliamento. Ja, das ist super geil, weil hier können die Fahrer ihre Sachen holen. Jetzt weiß ich auch, warum die draußen so viel schrauben, weil sie halt hier die ganzen Teile kriegen. Dann wollen wir weiter gucken. Ich sitze hier zusammen mit den Jungs von STN, von dem Street Team. Und Christian, du hast jetzt für die neue Saison ein neues Fahrzeug aufgebaut. Erzähl uns doch ein bisschen was darüber. Ja, es ist ein ZIP mit 250 Kubik, Motor aus der Crossmaschine. Ziemlich zickig am Start, aber ja, lässt sich eigentlich ganz gut fahren. Ist halt die erste Saison, muss man sich ein bisschen reinfinden in das Fahrzeug. Ja, aber fährt sich gut, ich bin zufrieden. Soweit, ja. Ja, und Steffen, wie sieht es bei dir aus? Was war für dich das Prägnante an dieser, oder quasi das, was du mitnehmen konntest aus dieser Saison? Schön zu sehen, wenn eine Karre, die man seit 3 Jahren irgendwie aufbaut, gerade die Maxi hinter uns, immer schneller wird. Das haben wir dieses Jahr ganz gut geschafft. Motorbearbeitung ist gut gelaufen über den Winter. Haben uns dann von einer 7 auf eine Fahrzeit von 6,4 hochgekämpft zum Ende des Jahres. Und das ist schön, sowas zu sehen dann irgendwie. Da bin ich mal gespannt. Jungs, ich danke euch und dann wollen wir mal schauen, wie ihr fahrt. Gell? Los geht's. An der Rennstrecke. Die Wolken haben leider ihre Pforten geöffnet. Es regnet aus vollen Kübeln, aber es kann die Rennfahrer nicht abhalten, hartgesotten wie sie sind, die Strecke Kopf an Kopf abzukratzen, immer kurz vorm Aquaplaning an der Haftungsgrenze. Unglaublich, die Jungs kämpfen um jede Sekunde, trotz Riesenregen. Wahnsinn. Ja, meine lieben Freunde, wir befinden uns jetzt auf der Rückseite der Boxen, in der großen Halle bei den Malossi Days. Und zu meiner Rechten befindet sich der große Chef von Malossi, Sandro Malossi. Hallo Sandro. Hallo. Nice to meet you. Nice. Happy to meet you. Thank you for the invitation for this very, very great event. Can you talk more about this event? How it works, what happened and everything? Allora, siamo contentissimi di avere ricevuto i nostri amici tedeschi. E sono venuti in un contesto magnifico perché avevamo finalmente 10 stranieri, 10 piloti che vengono dalle varie parti del mondo, per dire dalla Sudafrica, dalla Thailandia, dalla Russia, eccetera. E alla finale di tutte le manifestazioni di quest'anno sono andate molto bene, malettamente però la stagione non è stata clemente. Thank you very much and we will see and hope to come next year
and have a good time. Thank you very much, Sandro. Io vi prometto che a marzo avremo un sole magnifico. In ogni caso, ho già prenotato 3 weekend, quindi di fila. Thank you. Ciao. Und wir gucken jetzt mal an, wie die Leute weiter kämpfen auf den Track. Wir gehen zurück. Ciao, ciao. Canettoli, den Chefmechaniker von Malossi. Fabio, in welche Richtung geht das in den nächsten Jahren mit Malossi? Mehr Rennen oder mehr Straße? Wo geht es hin? Okay, allora diciamo che la nostra ditta, cioè l'azienda Malossi, ha un'anima racing, quindi comunque le corse rimarranno il cuore per la nostra azienda. Quindi faremo prodotti nuovi anche per l'anno prossimo, dedicati alle corse, ma anche per l'uso stradale, per cui cilindri nuovi, marmite nuove, variatori soprattutto per i maxi scooter, ma non abbiamo tralasciato anche le vecchie Vespe, cosa che quest'anno abbiamo riproposto con nuovi cilindri, nuove marmite, nuovi carburatori, accensioni, perché ci sembrava giusto ridare comunque vigore a queste Vespe. Zusammengefasst ist es super, Sie werden weiterhin im Vespa-Bereich ganz viel machen, modern Vespa, alte Sachen auch weiter. Wir freuen uns. Ihr hört im Hintergrund schon, die T-Max-Jungs sind fit und gehen jetzt auf den Racetrack. So, I'm standing here with Ivan from Russia, Moscow. And it's a reseller from SIP Germany, and he's just driving these tracks by himself. Are you afraid for this race? No, just a simple race, but there's a very big track. For me, it's unusual, but I like it, I enjoy it. It's rain now, it's cold, but I like rain races, and I hope for the good race. Okay, we are totally proud, and have good fun. Yeah, thank you. Let's go. Thank you very much. I'll try. Yes. Meine lieben Freunde, hier ist Abbaustimmung in dem Fahrerlager. Malossi Race Days 2013. Es hat geschüttet. Die Fahrer haben alles gegeben. Unglaublich. Drag Racing war auch möglich. Wir haben einfach alles durchgezogen. Wir haben tolle Interviews gehabt, tolle Leute getroffen, einen großartigen Austausch gehabt. Und oh, wir müssen los. Wir sehen uns.